Hunderttausende Rentner in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Das sind doch mal gute Nachrichten vom Bundesfinanzministerium. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, steigen wir doch einfach gleich in den Artikel des ZDFs rein, und zwar vom 15.04.2024. 244.000 Rentner profitieren von der Erhöhung des Grundfreibetrages. Dieser Grundfreibetrag war ja zum Ausgleich der Inflation zum Jahresende erhöht worden, und davon profitieren nunmehr laut Bundesfinanzministerium Hunderttausende Rentner in Deutschland. Das heißt also, die müssen dann keine Steuern mehr zahlen. Und zwar sind das 244.000 Rentnerinnen und Rentner, die alleine durch die Erhöhung des Grundfreibetrages davon profitieren und keine Steuern mehr zahlen müssen. Aber, meine Damen und Herren, last but not least, wegen der neuen anstehenden Rentenerhöhung zum 1.7.2024 fallen 114.000 Rentnerinnen und Rentner in die Steuerpflicht hinein. Das heißt also, diejenigen müssen die entsprechenden Steuern anmelden beim Finanzamt und müssen zumindest eine Steuererklärung durchführen. Ja, meine Damen und Herren, in Deutschland sind von 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner rund 6,3 Millionen Menschen in der Kategorie Steuerpflichtige mit Renteneinkünften. Das sind, kann man ja sagen, rund ein Drittel. Und ich kann Ihnen auch ein Geheimnis verraten: Es werden jedes Jahr immer mehr. Meine Damen und Herren, ob die Bundesregierung noch weitere Entlastungen im Hinblick auf Rentnerinnen und Rentner hier durchsetzen kann in der aktuellen Legislaturperiode, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe nur gelesen, dass der Finanzminister Lindner wohl für dieses Jahr nochmal eine Erhöhung des Grundfreibetrages anstrebt, und zwar aufgrund der Erhöhung im Bürgergeld, sagt er, müsste es hier nochmal eine Erhöhung geben. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, ob da wirklich was geplant ist. Aber last but not least, 244.000 Rentnerinnen und Rentner werden in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig sein, und zwar alleine aufgrund der Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrages oder steuerlichen Existenzminimums, nein, nicht steuerlichen Existenzminimums, sondern steuerlichen Grundfreibetrag. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und einen sonnigen Montagstart, dem 15.04.2024. Ihr Rentenberater Peter Knöppel.